Hallo und herzlich willkommen auf Videorentner.de. In diesem Video schauen wir uns nun zwei weitere Möglichkeiten an, wie wir das Problem unseres Rentensystems, nämlich dass immer weniger Erwerbstätige auf immer mehr Rentner kommen, das heißt, dass dieses Missverhältnis entsteht zwischen Kosten und Einnahmen, die Kosten explodieren, die Einnahmen sinken, wie wir das beheben können. Das wäre eine Möglichkeit, die wir da machen könnten, wäre, dass wir die Rentenbeiträge erhöhen. Also die Rentenversicherungsbeiträge erhöhen. Wir wissen ja aus dem ersten Video, dass heute jeder Arbeitnehmer, also jeder, der irgendwo angestellt ist, 9,95% seines Bruttolohns zahlen muss. Jeder Arbeitnehmer muss 9,95% des Lohns zahlen. Die anderen 9,95% zahlt die Firma, also der Arbeitgeber. Nun, wenn wir uns überlegen, das jetzt weiter zu erhöhen, birgt natürlich das Problem, dass generell jede Steuererhöhung birgt, dass es sich dann immer weniger auch lohnt, dass sich dann auch immer weniger lohnt, mehr Geld verdienen zu wollen, dass sich Leistung immer weniger lohnt. Dieses Problem besteht, weil wir im Moment ohnehin eine relativ hohe Einkommensteuerbelastung haben. Das heißt, immer höhere Belastung der Bürger. Ja, wenn wir das bedenken, wenn hier steht 9,95%, wir haben ja gesagt, es wird annähernd doppelt so viele Rentner geben. Und wenn wir dann noch überlegen, dass weniger Arbeit existiert, kann es gut sein, dass wir hier auf über 20% kommen, die zusätzlich abgezogen werden müssen. Und das ist natürlich ein deutlicher Einschnitt auch für den Wohlstand. Was man aber auch nicht vergessen darf, dass der Arbeitgeberbeitrag dann auch erhöht werden muss und dass dann die Firmen natürlich auch immer mehr zahlen müssen. Also auch immer höhere Belastungen für die Firmen. Und das wirkt sich natürlich auch negativ aus auf beispielsweise die Arbeitslosigkeit oder generell das Wirtschaftswachstum. Nun, welche andere Möglichkeit haben wir? Nämlich, das könnten wir, die private Rente zu stärken. Ja, wenn wir sehen, der Staat hat da Probleme, das zu bezahlen in Zukunft. Ja, warum nehmen wir nicht einfach etwas davon weg und sagen, die Personen sollen möglichst privat vorsorgen, der Staat kann das bezuschussen. Das wird heute zum Teil auch schon gemacht, wie zum Beispiel der Riester-Rente und dass man das, diesen Zweig noch weiter stärkt, dass die Bezahlbarkeit dann auf den Bürger verlagert wird. Das heißt, jeder zahlt Beiträge ein und die werden dann wie ein Sparbuch angespart und am Ende im Rentenalter ausgezahlt. Das nennt sich auch das sogenannte Kapitaldeckungsverfahren im Gegensatz zu dem heutigen Umlageverfahren und das ist natürlich bei einer privaten Rente gegeben. Na, was ist aber die Gefahr einer privaten Rente? Das heißt, dass der Staat sich Schritt für Schritt aus der Rentenversicherung zurückzieht. Nun, die Leute, die nicht privat vorsorgen können, die vielleicht deren Einkommen gerade so über dem Existenzminimum liegt, die haben dann ein Problem, weil sie im Alter dann ohne ihre Vorsorge dastehen, ohne Geld dastehen und dann auch letztendlich im Alter in Armut leben müssen. Also die Gefahr, viele Leute können nicht vorsorgen, können nicht privat vorsorgen. Und müssten dann im Alter in Armut leben. So, ihr seht, wir haben vier Lösungsmöglichkeiten. Versicherungsbeiträge erhöhen, private Rente stärken, Rente kürzen oder Renteneintrittsalter erhöhen. Aber alle vier haben relativ deutliche Nachteile. Aber wir können es auch nicht so lassen, wie es ist, weil sonst schießen sie das hier auseinander und der Staat wird immer mehr zahlen müssen und das letztendlich auch auf die Bürger verlagern. Das heißt, es ist auf jeden Fall Handlungsbedarf, aber es gibt keinen Königsweg. Nun könnte ich ja selbst mal überlegen, welche dieser vier Möglichkeiten die am wenigsten schlechte, beziehungsweise die beste ist und dann entscheiden, wie es mit unserer Rente weitergehen könnte. Dankeschön.